Willkommen zurück bei der Sportarena. Die Munich Cowboys hatten ihr letztes Spiel in der GFL im August 2019. Das ist jetzt fast 2 Jahre her. Die Saison wurde 2020 komplett abgebrochen. Jetzt sind aber wieder Pflichtspiele in Aussicht. Im Juni soll die neue Saison starten. Da ist der Kickoff. Im Studio begrüßen darf ich jetzt Werner Ellmeyer, den Präsidenten der Munich Cowboys. Servus, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich persönlich, dass man sich endlich wieder mal in Real sehen kann, auch wenn es natürlich mit deutlich mehr Aufwand verbunden ist als diese Videokonferenzen. Aber es ist doch mehr wirkliches Leben, ne? Es ist ein bisschen persönlicher, genau. Wir sind nämlich alle getestet. Herr Meyer, die Saison geht im Juni endlich wieder los. Wie froh sind Sie denn, dass wieder Football gespielt wird? Naja, also ich bin also auch genauso begeistert wie alle Sportler, die jetzt ungefähr 1,5 Jahre vergeblich trainiert haben und endlich wieder raus wollen. Genauso ist es bei uns auf der Vorstandsseite natürlich. Wir wollen endlich unser Produkt wieder zeigen. Ein Spieltag ist auch mit Aufgaben und Arbeit und Mühen verbunden, aber das ist es allemal wert. Die Mühen haben Sie gerade schon angesprochen. Das sind nämlich deutlich mehr als vor der Corona-Pandemie. Es gibt ein sehr, sehr weitreichendes Hygienekonzept. Inwieweit sind denn diese Maßnahmen ja von einer großen Bedeutung für die Munich Cowboys? Was spielen die für eine Rolle? Also es gibt ein Hygienekonzept, was die ganze Liga GFL und die zweite Liga GFL 2 betrifft, wo also die Spieler mindestens einmal die Woche getestet werden müssen. Wir haben das Ganze noch ausbauen können. Wir haben glücklicherweise einen Testpartner vor Ort gefunden, der also sozusagen vor jedem Training bei uns in der Görzer Straße ist die Trainingsanlage, die Mannschaft komplett durchtestet. Das läuft jetzt seit 3 Wochen und man merkt also auch, wie groß die Erleichterung der Spieler ist. Zum Anfang immer ein bisschen Skepsis, ja, eigentlich musste nur einmal, jetzt plötzlich doch vor jedem Training. Aber man merkt einfach, da stehen dann 80, 90, 100 Leute, die sind innerhalb von einer Dreiviertelstunde durchgetestet. Und man spart sich den Weg an irgendeine andere Teststelle. Und allein das Gefühl, kann ich aus meiner Sicht, glaube ich, aber können auch alle anderen sicherlich bestätigen, wenn man auf dem Platz steht und weiß, jeder andere neben einem ist negativ getestet, dann ist es doch im Kopf eine ganz angenehme Situation. Definitiv eine Erleichterung, die da sicherlich auch da ist. Die GFL startet in ziemlich genau einem Monat. Am 5. Juni geht es dann wieder los. Es gibt aber noch eine andere Liga, die quasi fast zeitgleich losgeht, die European League of Football, wo auch einige Vereine dabei sind, die vorher in der GLF gespielt haben. Wie sehen Sie denn dieses Projekt mit dieser neu gegründeten European League of Football? Also zum einen, es ist noch nach wie vor nicht alles klar über diese neue Liga. Es sind ja gerade eben keine Vereine, sondern es sind Franchises, GmbHs, wenn ich das richtig so verstanden habe. Und es stimmt, dass es an manchen Standorten jetzt Mannschaften gibt, die vorher weitgehend in den lokalen Verein eingegliedert waren. Aktuell ist es in Frankfurt und in Stuttgart noch der Fall. Einige sind ja leider schon auf der Strecke geblieben mit Hildesheim, mit Elmshorn und mit Ingolstadt natürlich. Ja. Es ist eine ganz eigene Geschichte. Es gibt eine Bandbreite von Spekulationen, es gibt einige Informationen. Letztendlich wird man es erst beurteilen können, wenn es tatsächlich stattfindet. Ich wünsche jedem Spieler, jedem Trainer Erfolg und verstehe die Motivation, habe aber nach wie vor größte Zweifel daran, dass alle Erwartungen, die bei den Fans, bei den Sponsoren, bei den Spielern, den Trainern geweckt wurden, egal von welcher Seite jetzt geweckt wurden, dass die alles so erfüllt werden können, wie man sich das vorstellt. Das muss man abwarten. Das heißt, die Munich Cowboys bleiben auf jeden Fall in der German Football League. Wie wird sich die denn verändern? Ist da so ein bisschen schon, wenn man da weiter mal in die Ferne blickt, wie wird sich denn die German Football League verändern? Naja, also aktuell haben wir aufgrund der Situation natürlich gewisse Einbußen, weil also gerade in der ersten Liga im Prinzip 3 Mannschaften abgesprungen sind, 2 Mannschaften sportlich deutlich beeinträchtigt sind, weil nahezu der ganze Kader und der Trainerstab abgeworben worden sind von dieser Konkurrenzliga. Die Lücken konnten zum Teil geschlossen werden, aber noch nicht ganz eben. Das ist das eine. Natürlich, das ist die große Gefahr, die ich so ein bisschen sehe, polarisiert die ganze Geschichte. Und es droht dann in manchen Bereichen einfach auch so eine Spaltung. Und das ist immer eine ganz ungesunde Geschichte. Am Ende des Tages wollen wir alle das Gleiche. Wir wollen, dass unsere Sportart, die geliebte Sportart Football, mehr Aufmerksamkeit bekommt, professioneller dargeboten werden kann. Das wollen wir alle. Die Frage ist ja nur, was ist der richtige Weg? Welche Risiken kann man eingehen? Versucht man es in kleinen, aber
überschaubaren, sicheren Schritten zu gehen, oder geht man halt gleich volles Risiko, wo man sich dann vielleicht auch auf Versprechungen und Erwartungen verlässt, mit der Ungewissheit, ob sie tatsächlich erfüllt werden und eintreten. Also wir sind da eben sehr konservativ, im Vergleich, auch aufgrund unserer Erfahrung, die wir in der Vergangenheit schon mit ähnlichen Projekten gemacht haben. Auch die Cowboys hatten wirtschaftliche Schieflagen schon. Also das haben wir alle schon hinter uns. Und insofern sind wir da relativ konservativ. Kann aber aktuell berichten, das ist sehr erfreulich, erstens aus dem letzten Jahr, dass alle Partner bei uns geblieben sind, auch für dieses Jahr verlängert haben. Wir haben auch einige neue Partner. Das ist eine sichere Planungsgröße. Ja. Leider, das wird jetzt davon abhängen, wann wir und wie wir Zuschauer ins Stadion lassen dürfen. Und ich fürchte, im Juni wird es noch nicht so gehen, das wie wir es uns vorstellen. Der nächste Punkt, die Zuschauerfrage. Inwiefern ist das denn eine Beeinträchtigung für die Cowboys, wenn da ohne Fans gespielt wird? Also Zuschauer ist natürlich einmal ein Wirtschaftsfaktor. Und das Zweite natürlich, jeder Sportler, das ist die Anerkennung für meine Leistung. Und wenn das natürlich vor Ort fehlt, das haben wir jetzt über ein Jahr in allen anderen Sportarten auch gesehen, dann fehlt einfach was im Stadion. Und der Sportler hat so ein bisschen, dem fehlt der Lohn für seine Arbeit. Wirtschaftlich würden wir es hinbekommen, sogar die ganze Saison ohne Zuschauer zu spielen, weil es dafür einen Ausgleichsfonds gibt von der Bundesregierung. Den würden wir aber ganz gerne nicht in Anspruch nehmen. Also wir hätten viel lieber Zuschauer im Stadion. Das setzt aber jetzt einfach auch voraus, dass man gewisse Planungssicherheiten kriegt, in welcher Anzahl. Wir haben das Problem, das Dante-Stadion ist anders als vielleicht eine Allianz-Arena zum Beispiel, hat leider im Vorfeld nicht die Platzmöglichkeiten, wo ich sage, ich kann spontan mal 1000 Leute hier durchtesten, weil das setzt immer gewisse Flächen voraus. Die haben wir leider vor Ort nicht. Also man wird da wirklich die Entwicklung abwarten müssen. Wir wollen natürlich so viele Leute wie möglich reinkriegen. Wir haben eine ganze Menge neue Gastropaten, haben mit dem Starnberger Brauhaus ganz leckeres Getränk am Start eigentlich dieses Jahr. Das würden wir auch gerne anbieten. Haben einige neue Gastropaten eben mit dazu. Das heißt, es bleibt offen. Herr Mayer, kurz und knapp in einem Satz, was sind die sportlichen Ziele für die Cowboys in dieser Saison? Also wir wollen sicherlich die Playoffs erreichen. Perfekt. Dann drücken wir die Daumen. Vielen Dank, dass Sie da waren, und wir sind gespannt, wie die Cowboys sich in dieser Saison schlagen. Vielen Dank für die Einladung. Rollschuhe sind ja wirklich ein Kultobjekt. Die gibt es in allen Farben, in allen Varianten. Eins bleibt gleich, man muss halt darin fahren können. Es gibt einige, die können das so gut, dass sie sogar darin tanzen können. Das Ganze wollte ich mir mal anschauen und auch austesten. Wie gut ich mich geschlagen habe, das sehen Sie jetzt. Die hier kennt man ja vor allem so aus den 80er Jahren. Ich muss gestehen, das war etwas vor meiner Zeit. Ich bin eher mit Inline-Skatern aufgewachsen. Aber wie schwer kann es schon sein, ob die vier Rollen jetzt hintereinander oder nebeneinander sind? Ich schaue jetzt mal, wie gut ich mich da anstelle. Ganz sicher stehe ich noch nicht. Ich glaube, ich hole mir da Hilfe von einem echten Profi, das ist die Nicole. Wie lange hast du denn gebraucht, bis du wirklich so die ersten Moves konntest? Ja, bei mir ging es eigentlich, muss ich tatsächlich sagen, ohne anzugeben, relativ schnell, weil ich habe viele Jahre vorher in einer Hobby-Eislaufgruppe trainiert. So eine Erwachsenengruppe war das. Und von daher konnte ich relativ zügig die Sachen, die ich vom Eis konnte, auf die Rolle bringen. Und nicht nur bei Nicole war es dieser Weg. Rollkunstlauf ist nämlich genau so entstanden. Als Eiskunstlaufen nur im Winter stattfinden konnte, war das Tanzen auf Rollschuhen der Trainingsersatz für Eisläufer während der Sommermonate. Heute ist Rollkunstlaufen eine eigenständige Sportart. Seit 1954 finden jedes Jahr Weltmeisterschaften statt. Nicole fährt aber einfach zum Spaß, denn das macht das Rollschuhtanzen definitiv. Deine Schuhe sind zumindest ein bisschen stabiler als meine. Ja, meine haben hier eine Verstärkung richtig drinnen, also zumindest hier hinten am Fuß.
Hier oben ist alles weiches Leder, ganz weiches Leder, super bequem. Aber hier ist die Verstärkung, da steht man schon anders drinnen wie in einem Sneaker-Rollschuh. Also in solchen Schuhen, die ich anhabe. Eine Ausrede ist das aber nicht. Ich möchte von Nicole lernen, wie man auf Rollschuhen tanzt. Was ist denn der Kniff, wenn ich mal rückwärts fahren will, so wie du das gerade machst? Also wenn du so umdrehen möchtest, ist der Kniff, dass du den einen Fuß umdrehen musst und in die Fahrtrichtung bringen musst, aber er fährt rückwärts weiter. Klappe die erste. Schön langsam. Also den Spagat kann ich, glaube ich, danach. Ups, stehst du. Genau. Stopp. Oh. Und Liegestütz. Das habe ich eingebaut in meine Choreo. Klappe die 12. Ja, ja, das hat doch super ausgeschaut. Ja. Ähnlich elegant. Also absolut. Ein leichter Schritt, wo man anfangen kann, ist einfach nur dieser Sidestep. Ja, den kennt man vom Tanzen, von der Disco. Wobei heute sagt man ja Club und nicht mehr Disco. Im Club. Ja, genau, einfach diesen. Und das nächste Mal, wenn ich dann mit Rollschuhen im Club bin. Genau, mit allen Rollen aufsitzen, dann hast du einen guten Stand. Und immer, du machst es auch schon super, richtig? Dieser Bounce. 1, 2, 3. 4. Jetzt sind wir gleich wieder beim Spagat. Links, tack. Rechts, tack. So, genug geübt. Ich habe mein Bestes gegeben, um meine erste kleine Choreo hinzubekommen. Zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am Ende bin ich ausgestiegen. Rollerdance braucht definitiv Übung, macht aber eine Menge Spaß. Wie viele seid ihr denn hier in München, die sich auch regelmäßig treffen? Also unsere Gruppe, also wir haben ja jetzt eine Gruppe gegründet, da gibt es auch einen extra Account dafür, die Munich Rollerdance Squad. Und in unserer Gruppe sind jetzt 60 Mitglieder. Davon kommen regelmäßig, würde ich sagen, so 30, die so einen harten Kern bilden. Ist aber auch schon eine ganze Menge. Ist viel, ja. Vielleicht bin ich ja bald das 61. Ja, Mitglied. Das wäre doch super. Je nachdem, ob ich hier lebend rauskomme. Also überlebt habe ich es definitiv. Und ich gestehe auch, es war deutlich schwieriger, als ich von Anfang an dachte. Es ist aber ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Gute Nachrichten gab es vom Dachauer Ruderweltmeister Oliver Zeidler. Der hätte sich vielleicht auch auf Rollschuhen besser geschlagen als ich. Der hat im zweiten Rennen in dieser Saison seinen zweiten Sieg eingefahren. Nach dem EM-Titel hat er jetzt auch im kroatischen Zagreb seinen ersten Weltcup-Sieg feiern können. Es war ein souveräner Sieg für Oliver Zeidler. Scheinbar mühelos hat der 24-Jährige aus Dachau selbst den einstigen Weltmeister Borch aus Norwegen mit komfortablen 4,5 Sekunden Vorsprung auf Rang 2 verwiesen. Das war jetzt mein erster Weltcup-Sieg, von daher bin ich natürlich sehr zufrieden, dass das jetzt auch mal geklappt hat. Und ja, ansonsten ist es halt jetzt langsam reinkommen. Ich habe im Halbfinale zum ersten Mal dieses Selbstverständliche gespürt, wenn einer neben mir ist, dass ich dann nicht die ganze Zeit gucken muss, ein bisschen ruhiger bleiben kann. Also einfach die Routine zurückzubekommen und das gelingt, glaube ich, ganz gut. Aufgrund der schlechten Wetteraussichten mit starken Winden waren die Finalläufe kurzfristig von Sonntag auf Samstag vorverlegt worden. Zeidler zeigte auch seine mentale Stärke. Die Favoritenrolle für den kommenden Weltcup in 3 Wochen auf dem Rotsee in Luzern und für die olympische Regatta bereiten ihm offenbar wenig Unbehagen. Hier im Einer hatten wir ja sowieso ein relativ starkes Feld hier. Von daher habe ich jetzt nicht wirklich... An Gegnern gab es ja eigentlich genug, von daher ist es schon ganz gut einzuschätzen, die Leistung jetzt auch. Ich habe jetzt am Wochenende ein bisschen versucht, ein bisschen länger zu fahren, ein bisschen weniger Stroke Rate zu haben, um halt auch ein bisschen flexibler für die nächsten Rennen zu werden. Und da gibt es jetzt noch ein paar Stellschrauben, an denen ich natürlich nach Luzern, also im Hinblick auf Luzern drehen kann, weil das wird so meine Generalprobe dann für Olympia auch. Der nächste Weltcup findet vom 21. bis zum 23. Mai in Luzern statt. Das große Ziel ist aber Olympia im Sommer.
In der ersten Baseball-Bundesliga haben die Munichar Disciples am Wochenende den 9. und 10. Spieltag ausgespielt. Um Fahrtwege zu sparen und Zeit zu sparen, spielen die Clubs in der ersten Liga das Hin- und Rückspiel immer gleich an einem Tag aus. Und am Samstag ging es für die Disciples gegen die Tübingen Hawks. Wir haben jetzt gerade mal eine halbe Stunde erwischt, wo es nicht regnet an diesem 9. und 10. Spieltag in der ersten Baseball-Bundesliga. Es war aber ein sehr, sehr erfolgreicher für die Munichar Disciples. Alex, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie hast du das Spiel denn empfunden? Dankeschön. Ja, es war gut gekämpft. Die Tübinger hat von Anfang bis Ende und beziehungsweise ein zweites Spiel sehr gut gespielt. Und wir mussten ganz am Ende, neunte Innings, das zweite Spiel, kämpfen für zwei Siege heute. Jetzt war schon der 9. bzw. 10. Spieltag. Es war ja schon eine lange Leidenszeit, jetzt gerade mit Corona. Wie froh seid ihr denn, dass ihr den Sport wieder ausüben dürft? Ja, es fühlt sich ein bisschen wie Sommer. Nicht heute, aber außer heute. Ja, es ist wie Sommer, ein bisschen Normalität. Und ja, wir sind einfach froh, dass wir Baseball spielen und auf dem Platz erlaubt sind. Wie war das für euch, als eben so lang das so alles ein bisschen eine Hängepartie war? Wie geht's weiter? Wie ist die Situation auch für den Verein? Und dann endlich aber wirklich kam, okay, es geht wieder los, aber wie habt ihr euch da gefühlt? Wir waren zufrieden, dass wir einfach Baseball spielen können. Und ja, es gibt viel zu tun mit Regeln. Und ja, wir würden gerne alles legal machen und beim Sport alles sicher und in richtigen Regeln. Und ich bin froh, dass unser Vorstand viel diese gesunden Regeln machen und das, damit wir Baseball spielen. Deswegen habe ich auch eine Maske auf, weil auf dem Gelände hier ist für alle Externen quasi Maskenpflicht. Wie schwierig ist es mit dem Hygienekonzept, so ein Training abzuhalten? Wie sehr beeinträchtigt das euch? Es ist ein bisschen schwer, würde ich sagen. Aber Masken und Hände desinfizieren ist besser als zu Hause bleiben. Ihr habt gerade eine sehr, sehr gute Phase, habt eben diese Spiele hintereinander schon gewonnen. 10 Spieltage sind jetzt schon absolviert. Was habt ihr euch denn vorgenommen für die Saison? Schwierig am Anfang, aber ja, starke Gegner. Und ich hoffe mit diesen 3 Siegen nacheinander, dass wir ein bisschen Momentum aufbauen können und 3 mehr. Ihr seid jetzt auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ja. Kann man schon so klar sagen, dass ihr sagt, ihr wollt eigentlich in die Playoffs? Ist das euer Ziel? Ja, bestimmt. In die Playoffs dieses Jahr ist bestimmt unser Ziel. Wir müssen sehr gut spielen, wie gesagt, von Anfang bis Ende, jedes Spiel kämpfen zum Gewinnen, aber wir können das schaffen. Perfekt. Viel Erfolg euch weiterhin, Alex. Und wir hoffen, dass eben dieses Momentum weiter auf eurer Seite ist. Endlich mal wieder so eine kleine Serie. Klaus, wie froh bist du denn über dieses Spiel heute? Es ist super. Wir kommen von einem Win gegen Regensburg. Die waren tough. Wir haben sie 3 Jahre lang nicht geschlagen. Diese heutigen Spiele sind ein Must-Win für uns gewesen, damit wir überhaupt Playoff-Chancen überhaupt erhalten bleiben. Und wir haben es souverän geschafft, sind auch zurückgekommen im zweiten Spiel, wie es sein soll, und wir sind super happy. Also wie man sieht, jeder hat gute Laune und Sehr verdient auch gewesen. Was waren denn deiner Meinung nach heute die ausschlaggebenden Faktoren, dass es dann eben auch gereicht hat für diesen Sieg? Ich denke mal so, das war so eine Teamleistung, definitiv, weil es sind manche Spiele, die man super souverän gewinnt und dann einfach schon von vornherein weiß, dass bis das Spiel vorbei ist, einfach das Spiel gewonnen ist. Aber heute haben wir wirklich schwitzen müssen. Das erste Spiel nicht so, aber das zweite schon. Trotz des Wetters habt ihr schwitzen müssen. Tatsache, ja, das sind so diese mentalen Geschichten, genau. Nee, aber wir haben uns super hergekämpft, die Jungs haben gut geworfen, wir haben gut die Bälle verteilt, wann als es sein musste. Und ich finde, wir haben uns halt super präsentiert und auch, glaube ich, verdient gewonnen. Ihr spielt schon wieder, das war jetzt schon der 10. Spieltag. Klar, ihr seid eine Profimannschaft, deswegen trotzdem, wie froh wart ihr denn? Beziehungsweise was ging dir da durch den Kopf, als jetzt klar war, wir können endlich wieder unseren Sport ausüben? Es ist eine sehr, sehr schöne Sache, weil es eine Sportart ist, die man drin praktisch nicht machen kann.
Und dass wir rausgehen dürfen, ist ein Privileg für uns, definitiv. Wir haben uns halt super gefreut, endlich mal ein Team zu trainieren. Am Anfang waren es Gruppenteilungen und wir konnten uns gegenseitig nicht sehen. Wir mussten wegen Corona-Hygienemaßnahmen einfach uns definitiv trennen. Und jetzt ist es einfach super und wir finden es einfach geil, dass wir alle wieder zusammen sind sozusagen, ja. Was macht euer Team denn eigentlich aus, dass ihr sagt, ihr findet jetzt auch wieder in die Spur? Was sind denn so die Stärken von eurem Team? Die Stärken sind, dass es viele Veteranen gibt, die lange dabei sind. Ich auch fast 10 Jahre schon in Haar. Und mit neuen jungen Gesichtern, jungen Spielern haben wir so diesen erfolgreichen Mix gefunden. Und ich glaube, das ist jetzt dieses Kollektiv. Wir sind auch privat sehr viel zusammen. Und das macht, glaube ich, das Team aus. Der Mannschaftsgeist ist definitiv da. Jetzt stehen aber natürlich auch noch ein paar schwierige Spiele an. Was schätzt du so, wird eigentlich die schwierigste Herausforderung jetzt in den kommenden Spielen sein? Die Sache, Baseball ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. Man kann immer nicht voraussagen, wie ein Tag so verlaufen wird. Obwohl man sich gut fühlt, kann man trotzdem nicht so gut performen. Ich denke mal, dass wir einfach demütig rangehen und einfach so wirklich hart arbeiten, wie wir es jetzt gemacht haben. Wir sind kein Team, das super erfolgreich war in der Vergangenheit und wir können alles aufbauen. Wir bauen alles von klein auf und wir kämpfen uns Punkt für Punkt durch und ich denke, das macht es dann aus. Das heißt so ein bisschen das David gegen Goliath-Feeling, das ihr vielleicht auch mitnehmt. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Glückwunsch Gerne. Zum Sieg. Dankeschön. Und viel Erfolg für die restliche Saison. Die Munich Hard Disciples haben mit den erfolgreichen Spielen gegen Tübingen auf jeden Fall schon mal den Schritt in die richtige Richtung gemacht, nämlich Richtung Playoff-Plätze. Würde uns natürlich sehr freuen, wenn das Münchner Team in der ersten Baseball-Bundesliga weiterhin so erfolgreich ist. Angespannte Stimmung herrscht aktuell beim TSV Waldtudering. Die Vorstände, die bangen um ihren Sportplatz. Hintergrund der Geschichte ist: Die Stadt prüft aktuell eine dichtere Bebauung an der Wasserburger Landstraße. Dort sollen 5- bis 7-stöckige Wohnbauten hin. Um den Bürgerinnen und Bürgern dann aber auch einen Platz zur Erholung zu bieten, soll dieser Sportpark eben in einen öffentlichen Park umgewandelt werden. Der TSV Waldtrudering müsste also samt Sportplatz umziehen auf eine Fläche außerhalb der Stadt. Hier liegt das Trainingsgelände des TSV Waldtrudering. Und da könnte es in Zukunft liegen. Unweit vom jetzigen Vereinsheim, jedoch jenseits der Stadtgrenzen auf dem Schulcampus in Grunsdorf. Ich habe zufällig in unserem Stadtteilblatt so einen kleinen Artikel gelesen, dass man sich da zur Rahmenplanung für die Wasserburger Landstraße schlau machen kann. Und habe mir gedacht, das schaust du halt mal an, habe dann aber festgestellt, ups, da steht ja drin, kurzfristig könnte die Bogenschießanlage, die da hinten ist, abgesiedelt werden. Und habe dann des Weiteren noch gelesen, dass man langfristig prüft, den Verein abzusiedeln. Am 20. Januar hat das Referat für Stadtplanung bekannt gegeben, dass es zu einer Nachverdichtung an der Wasserburger Landstraße kommen soll. Als Ausgleich sollen Grünflächen entstehen. Eine Möglichkeit dafür, der gepachtete Vereinsgrund des TSV. Auf München-TV-Anfrage heißt es: Diese Möglichkeit wurde aber von uns bisher nicht weiterverfolgt. Aus diesem Grund wurde im Vorfeld auch nicht explizit mit dem Verein Kontakt aufgenommen. Weiter heißt es, es sei lediglich eine Projektidee gewesen. Josef Bichler bleibt trotzdem skeptisch. Ich halte es eher für eine Ausrede, weil, sagen wir mal, wie gesagt, ich hätte erwartet, dass die Stadt im Vorfeld da auf uns zukommt und mal sagt, wir planen da und es könnte sein oder es wird vielleicht sogar konkreter, dass wir euch absiedeln. Der TSV Waldtrudering mit seinen 2.500 Mitgliedern hat noch bis 2045 einen laufenden Pachtvertrag. Bis dahin bleibt das Grundstück der Stadt also Vereinsgelände. Auch wenn es sich dabei um langfristige Projektideen handelt, wünscht sich die Vorstandschaft vor allem eins: Mitspracherecht. Na, aus meiner Sicht wäre es wichtig, dass die Verantwortlichen der Stadt, des Bezirksausschusses, sich mit uns an den Tisch setzen und wir darüber reden, wie wir das ganze Thema letztendlich lösen können. Der Bezirksausschuss wäre dabei wohl auf der Seite des Vereins. Es macht grundsätzlich eigentlich keinen Sinn, weil es nicht auf Münchner Flur ist. Wir wollen nicht einen Münchner Verein nach Haar verlieren. Die Haar macht eine sehr gute Sportarbeit, aber das hilft uns hier in Waldtrudering nur bedingt etwas.
2024 feiert der TSV seinen 100. Geburtstag. Den sicher auf dem bisherigen Gelände. Wo es langfristig weitergeht, bleibt offen. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Viel Spaß mit unserem weiteren Programm. Bleiben Sie weiterhin gesund. Alle unsere Beiträge und auch die gesamte Sendung können Sie auch in der Mediathek unter www.münchen.tv nochmal anschauen. Oder folgen Sie uns auch gern auf unseren Social-Media-Seiten, auf Facebook oder Instagram. Da sind wir auch immer aktuell für Sie verfügbar. Einen schönen Abend noch. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Servus, ciao. Bis demnächst.